Ich war einkaufen. Und zwar habe ich das Glück, in einer Gegend zu wohnen, wo es ganz viele solche Billigläden gibt, wo man so Kleinscheiß kaufen kann. Und ich war unterwegs und zwar bei Seemann und in einem 1-Euro-Laden. Und ich glaube, der heißt auch tatsächlich 1-Euro-Shop. So eine Kette gibt es bestimmt auch in eurer Nähe irgendwo. Und jetzt zeige ich euch, was ich gekauft habe. Ich möchte bald meinen Bart umgestalten und glücklicherweise habe ich diesen kleinen Teppich entdeckt bei Seemann und der hat gerade mal 6 Euro gekostet. Und ich mag ihn sehr. Er ist ein bisschen ein Hauch zu klein für meinen Bart, weil ich habe ein sehr großes Bart. Oh, das klingt so angeberisch, aber ich habe einfach Glück gehabt. Aber er ist sehr schön. Vielleicht kaufe ich noch einen zweiten sogar. Und dazu passend gab es auch bei Seemann Kissenbezüge. So, das ist der mit dem gleichen Muster wie die Bartmatte. Die kosten jeweils 3 Euro. Also auch ein echtes Schnäppchen. Dann gibt es noch so einen. In dem Muster gibt es übrigens so eine Matte auch. Aber irgendwie fand ich die weiße schöner. Dieses. Und natürlich Marmor. Und dann hat man 3 Kistenbezüge für 9 Euro. Ich finde, es geht ganz schön klar. Noch mehr Marmor bei Seemann. Und zwar ein Zweierpack Servietten für 1,80, 1,79. Da sind Marmorservietten drin. Damit habe ich diesen kleinen Blumentopf aus Beton tapeziert, beklebt. Gibt es in dem anderen Video, falls ihr sehen wollt, wie das aussieht. Und sowas. Und aus den beiden zusammen habe ich auch ein wunderbares Kunstwerk geschaffen in meinem Bilderrahmen-Makeover Pimp My Bilderrahmen-Video. Könnt ihr euch auch gerne angucken und gucken, was man damit Tolles machen kann. Immer noch Seemann, habe ich das hier gekauft. Das sind, ich habe schon aufgemacht, ich gebe es zu. Für 2,99, 3 Euro sind das sowas wie Stoffreste, kriegt man ja manchmal. Also es sind so, es ist einfach so Stoff. Und zwar habe ich damit Folgendes vor. Ich habe bei Pinterest gesehen, dass man aus Webrahmen in verschiedenen Größen, die man recht günstig kriegt bei Amazon oder so, da kann man das einfach einspannen und dann so eine Art Gallery Wall machen, aus so runden Webrahmen mit verschiedenen Stoffen, verschiedenen Mustern. Und ich finde, dafür eignen die sich ganz gut. Ich habe die Webrahmen noch nicht, aber ich werde sie mir bestimmt bald bestellen. Und dann werde ich euch garantiert auch zeigen, wie das am Ende aussieht. Und zu einem ähnlichen Zweck, oder ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich damit machen will, aber ich mag das Muster sehr. Ganz lustig. Ich habe nämlich lange nach so einem Stoff gesucht, habe ich das gefunden. Ich zeige euch jetzt, was das eigentlich ist. Das ist nämlich so ein. Ach, ich ziehe eins, ziehe es einfach mal kurz an, ne? Sowas. So ein. wie nennt man das? So ein. Nicht Kimono, aber sowas in der Art. Ich weiß gerade nicht, wie man sowas nennt. Ist ja auch völlig egal. Ich werde es nicht tragen, sondern damit auch irgendwie sowas machen wie mit den Webrahmen. Oder ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich finde es irgendwie ganz schön, dass der so transparent ist ein bisschen. Und aus diesen komischen Bommeln kann man bestimmt auch noch irgendwas machen. Und ich habe extra, damit ich für mein Geld mehr Stoff kriege, das hat, glaube ich, 9 Euro gekostet, 8 oder 9, Größe 44, 46 gekauft. Es gab es auch kleiner, aber wenn man für das gleiche Geld mehr Stoff kriegt, dann ist es doch, sollte man doch eher eine größere Größe nehmen. Das war Seemann. Und jetzt geht's weiter mit dem 1-Euro-Laden. Da habe ich, womit fange ich denn an? Ach nee, eine Sache habe ich noch von Seemann. Kupferfarbene Haken. Und ich habe so ein Regal im Schlafzimmer, wo man Haken ranmachen kann und da hängen meine ganzen Handtaschen und sowas dran. In der Küche habe ich auch so Stangen, da kann man die dranhängen und Pfannen oder Blumentöpfe oder irgendwas dranhängen. Und sowas kann man immer gebrauchen und vor allem, wenn die nur 70 Cent kosten. Für 4 Stück. So, jetzt 1-Euro-Laden. 1-Euro-Laden. Ich packe die am besten mal aus. Das ist eine Designfolie, eine selbstklebende Designfolie in Marmoroptik. Ist nicht, ich gebe es zu, ist nicht die schönste Marmoroptik, die ich jemals gesehen habe, weil die ist so ein bisschen so goldgelblich und nicht schwarz.
oder weiß, wäre mir lieber gewesen. Aber für 1 Euro, ich mach das mal auf, für 1 Euro kann man da jetzt irgendwie auch nichts falsch machen, finde ich. Die fühlt sich ganz komisch an. Ich dachte, die fühlt sich glatter an irgendwie. Naja. So. Die ist ja voll dünn. Die ist richtig dünn. So sieht das dann aus. Mal gucken, ob ich was damit mache oder was. Ich habe noch keine konkrete Idee, aber schadet ja nicht, sowas mal im Haus zu haben. Ich dachte echt, die ist ein bisschen... Ach, für 1 Euro, was erwarte ich da eigentlich? Weiter geht's. Washi-Tape. Kennt ihr bestimmt alle, da kann man so schöne Sachen mitkleben. Manche machen da so Muster an die Wand mit, so grafische. Ich glaube, das ist mittlerweile voll out. Tut mir leid für die, die es jetzt im Zimmer haben. Aber das Gute an Washi-Tape ist ja, man kann es ganz leicht wieder abmachen. Deswegen nichts verloren. Ich dachte, ich nehme es mal mit. Keine Ahnung, wofür ich das gebrauchen könnte. Ich wollte es eigentlich als Notlösung, als Klebeband, um die Bilderrahmen mit den Pflanzen drin, die ihr nächste Woche oder so sehen könnt. Falls es mit dem anderen Klebeband nicht geklappt hätte, hätte ich das hier genommen. Hat aber irgendwie geklappt. Beim zweiten Anlauf, ihr werdet sehen, was da passiert ist. Deswegen brauche ich es jetzt erstmal nicht. Aber vielleicht irgendwann für irgendwas. 1 Euro. Das ist jetzt ein bisschen langweilig, ich weiß. Das ist auch aus dem 1-Euro-Laden Paketschnur. Und ich dachte, ich hatte damit auch was Konkretes vor. Das werdet ihr auch in diesem Bilderrahmen-Video sehen, mit dem Glasrahmen und den Pflanzen. Hat leider nicht so funktioniert. Oh, jetzt habe ich was verraten. Egal, guckt es euch an. Ja, weiß ich nicht. Paketschnur kann man immer gebrauchen, oder? Für irgendwas. Wie ich mich die ganze Zeit versuche zu rechtfertigen, dass ich so einen Scheiß kaufe, aber ach, für irgendwas braucht man das. Und jetzt, das finde ich großartig, und zwar für 1 Euro so ein Haken-Set, ein Hakensortiment. Da sind ganz viele, ich mach's mal auf, sonst sieht man das ja wieder nicht. Da gibt es ganz viele verschiedene Haken, so welche zum Beispiel. Die fühlen sich gut an. Man weiß natürlich immer nicht, ne, was man da am Ende kriegt. Kann ja nicht die allerbeste Ware sein, aber auch solche Haken. Dann nochmal in kleiner, ups. Nochmal in Silber. Dann sowas, wo man Bilderrahmen, also sowas. So dran aufhängen, festmachen und aufhängen kann. Und silberne Nägel. Weiß nicht, was die in so einem Hakensortiment verloren haben, aber macht ja nichts. Und sowas. Weiß jetzt auch nicht auf Anhieb, was man damit machen soll, aber ein Hakensortiment für 1 Euro. Das war's. Mehr habe ich nicht gekauft, aber ich finde es schon ganz schön gut. Für relativ wenig Geld. Ich muss halt nur immer aufpassen, dass ich sowas nicht zu oft mache, weil dann gehe ich in so einen 1-Euro-Laden und dann denke ich, das brauche ich und das auch und das. Und dann brauche ich es am Ende nicht. Aber die Sachen brauche ich garantiert. Ich werde euch natürlich auch zeigen, was ich mit diesen tollen Sachen gemacht habe, wenn ich was damit gemacht habe. Ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt, was ich damit machen will oder gemacht habe oder wofür ich es gekauft habe. Deswegen schaut es euch an und ich sehe euch bald wieder. Tschüss.